Yo Leute und herzlich willkommen zu Tag 6 des CSGO Adventskalenders 2018. Und heute gehen auch wieder 3 Skins raus an euch, beziehungsweise 3 Preise gehen raus an euch. In Form von 3 Skins. Preis Nummer 1 wird ein Glove Key, also ein Handschuh Key. Dann Preis Nummer 2 wäre eine UMP Primal Saber. Wo haben wir sie denn? So, einmal eine UMP Primal Saber in Minimalware. Und zu guter Letzt haben wir dann eine AK Redline in Field Tested. Die AK Redline ist, glaube ich, einer von den teuersten Skins, was ich so mit dabei habe. Im Adventskalender. Also abgesehen vom Knife ist es die Redline das teuerste Item und ich weiß ich auch gar nicht, wo der Preis momentan steht. Weil wie ich die Skins alle organisiert habe, war das Ding, glaube ich, über 9 Euro herum. Ja. Also für den Steam-Markt bekommt man sie momentan für 8 Euro herum. Jo. So, das wären mal die 3 Preise. Die Gewinner von gestern setzen wir für heute wieder aus. Und die von heute dann wieder morgen. Aber ich glaube, das hat bis jetzt schon jeder gerafft. So, der erste Preis, der Schlüssel, also der Handschuhschlüssel, der geht raus an den Dean. Mann, mein Name war zweimal im Roll zu sehen. XD, so ein Pech. Das Kommentar habe ich gestern sogar gelesen. Glückwunsch, Mate, jetzt hast du mal gewonnen. Jetzt hast du dich schon zweimal im Roll gesehen und jetzt auch bei dem Winner. So, du bekommst mal den Key. Der zweite Preis war die UMP Primal Saver in Minimalware und die geht raus an den Sascha Hoffmann. Streamst du auch? Nee, leider nicht, weil mein Internet ist, also meine Internetleitung ist ziemlich low. Beziehungsweise sie ist nicht so low, es kann funktionieren, ich weiß es nicht, ich habe es noch nicht probiert. Aber ich hätte schon Bock, vielleicht werde ich das in Zukunft ja mal machen. Das habe ich ja dann eh 2 Wochen Urlaub. Kann ich mal probieren. So, und der letzte Preis war ja die AK Redline in Field Tested. Und die geht raus an den Julian Riedel. Wo ist Santa Elmo? Santa Elmo ist morgen wahrscheinlich wieder da. Den mache ich halt nur am Wochenende, weil ich da mehr Zeit habe, um das... Es ist halt aufwendiger, weil da muss ich Greenscreen aufbauen, mich umziehen und das Ganze zu bearbeiten, rendern. Dauert halt alles länger. Nachdem ich unter der Woche immer so spät heimkomme von der Arbeit, geht das nur am Wochenende. Aber ja, mal Glückwunsch an euch drei. Die Gewinner werde ich dann unter den Kommentaren des gestrigen Videos kontaktieren. Dort antwortet ihr mir dann einfach mit eurer Trade URL und dann werdet ihr in den nächsten paar Stunden dann eure Preise auch bekommen. Und an die Boys, die was von gestern auf heute neu dazugekommen sind und sich fragen, wie läuft sie ab, wie kann ich hier teilnehmen. Der CSGO Adventskalender ist ein Format, was ich vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Video raushaue, wo ich um die 3 Preise bzw. 3 Skins oder auch mehr für Giveaway. Um bei der Morgenziehung mit dabei zu sein, müsst ihr ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video schreiben. Da seid ihr bei der Morgenziehung mit dabei und dann wünsche ich auch gleich mal allen viel Glück. Das wird im Update, irgendwie ist nichts gekommen, hätte mich gefreut, was ich ja gestern erwähnt habe. Und ja, mal schauen, was ist in den kommenden Tagen passiert, weil sie haben ja auch nicht dazu geschrieben, welchen Mittwoch, ne? Kann es sein, dass vielleicht nächsten Mittwoch was kommt, und zwar jetzt dann Troll oder keine Ahnung. Ich bleib da am Ball und sag's euch, wenn ich da mal was Neues weiß oder mehr weiß dazu. Nicht vergessen, am 24. gibt es ja als Hauptpreis dann noch ein Bowie Knife Knight in Minimalware. Sieht aber eigentlich ziemlich nice aus, man hat hier keine Kratzer, außer hier halt auf der Blade vielleicht, da hier oben, ganz kleine. Für heute werden wir dann auch schon wieder fertig. Ich wünsche euch allen für morgen viel Glück. Ich gönne es jeden oder vielen, sage ich mal. Dann sage ich auch nochmal noch ciao und bis morgen, euer Alex.